baby! Woohoo! Yes! Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu meinem ersten Video. Ich werde einen Vlog drehen. Wir fliegen zu Jordan. Jordan hat uns eingeladen. Also Micha und ich. Wir gucken uns das Pokalfinale an. KA Gent gegen RSC Anderlecht. Ich freue mich übertrieben. Ich weiß nicht, wie es werden wird. Es ist, wie gesagt, mein erster Vlog. Ich bin aber mega hyped. Ich freue mich richtig. Und bevor ich später zum Flughafen fahre, gehe ich jetzt nochmal ganz schnell zum Friseur, meine Seiten frisch machen. Wie ihr wisst, Seiten müssen immer auf Süffel sein. Was anderes geht gar nicht. Ich werde euch jetzt zum Friseur mitnehmen und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich, Leute. Peace. So, Leute, wir sind jetzt angekommen beim Mann meines Vertrauens, Baba Isa. Hier gehe ich meine Haare immer schneiden. Seiten auf Süffel, ich bin ein bisschen zu spät. Da wartet er schon. Bisschen spät, wa? Jetzt schon würde ich die dir checken, ja? Sag mal, Bruder. Ja. Wer die Haare schneiden, Bruder? Ja. Alter, Schwester, steck mir die verdammten Haare. Sogar beim Schnauben jetzt alleine? Die Schnauben Haare schneiden. Yes. Stark. Hand aufs Herz. Wenn ich jetzt sagen würde, gefällt mir nicht. Kannst du eh nicht mehr rückgängig machen. Was ist dann? Pech gehabt. Danke, Habibi. Ciao, ciao. Okay, Leute, ich bin jetzt vom Friseur raus. Ich bin sehr zufrieden. Seiten auf Ziffer, wie man es kennt. Ich liebe dieses Gefühl nach dem Friseur. Du fühlst dich so frisch und gut. Ich werde jetzt nach Hause fahren, Leute. Ich werde meine Sachen packen. Ich habe noch nichts gepackt. Ich muss noch was essen. Eigentlich hatte ich vorgehabt, zu Sydney zu fahren. Samstags ist immer bei uns so Ritual, dass wir Bundesliga zusammen schauen. Aber ich werde es nicht schaffen, weil unser Flug ich glaube, 18.45 Uhr geht und wir haben, by the way, immer noch keine Tickets. Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es klappt alles und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall später, Leute. So, Leute, Sachen sind gepackt. Das mit den Tickets haben wir doch hinbekommen. Bin mal wieder spät dran, wie immer. Aber jetzt kann es losgehen. Bilo mit seinem ersten Vlog. So, Pro. So, ready? Schon ein bisschen spät, war, tut mir leid. Alles gut. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Berlin war wieder ein bisschen Stau. Tickets? Alles geklappt oder? Ich hoffe es. Bist du guter Dinger oder? Wird schon, wa? Wird schon. Da wird dann auf einmal die Brille aufgesetzt. Da wird dann auf einmal die Brille aufgesetzt. Ist das peinlich. Bruder, da, Brüssel. Guck doch da, Brüssel, T1, Bruder, Terminal, 421 bis 426. T1? Mann, Junge, ja. Ja, hab ich doch gesagt. Ach, Michael, ja. Läuft denn einfach nur hinterher und sagt nichts. Schwester, setz die Brille richtig auf, damit du richtig gucken kannst, ist ja dumm. Ach, schön, wieder abnehmen, oh mein Gott, das ist peinlich, Alter. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, sieht aber gut aus. Ter Derms mag ich auch super. Ja. Weiß ich nicht, meine Düfte, die ich gerne mag, haben die hier irgendwie nicht. So, wir haben jetzt eingecheckt, echt sehr, sehr entspannt. Hat alles nur 10 Minuten gedauert. Man muss keine Maske mehr tragen, Gepäck konnte man irgendwie selber auflegen. Also es war echt mega entspannt. Und jetzt warten wir, bis wir ins Flugzeug einsteigen können. Natürlich musste ich gerade Tali machen. Ist ja wieder klar, dass ich bei sowas verliere. Und der hier, Dicker. Ist das widerlich, ey. Tschi. Ekelhafter Typ. So, wir sind jetzt Gott sei Dank angekommen. War ein sehr angenehmer Flug gewesen. Alles war in Ordnung. Sonne scheint draußen. Jetzt gehen wir unsere Koffer holen. Und hoffentlich wird dann gleich Jordani draußen auf uns warten. Dann gehen wir später noch was essen. Auf entspannt. Hallo? Und dann
Sehen und hören wir uns später, Leute. Yes! Sorry, Bro. Ich schwör's dir. Ja, meiner ist schon da. Du such mal schön weitersuchen. Guckst du so blöde, guckst du so blöde, wa? Fragt er sich so gerade, wo ist dein Koffer? Yes! Yes! Ich schwör's dir. Yes, Baby. Korb, ha? Guckt der so blöd. So, Kommen wir hier so. Steht da, Bruder, da. Was geht, Bruder? Alles gut? Tschüss, Handy. Jetzt ist der Schuss, und er macht die Platte am Montag. Hast du verstanden? Dings, wenn du mit in den Schießen was yes, und der ist durchlaufen. Ja, so kennt man dich doch. Danke fürs Abholen, Bro. Was für ein Macher, der Junge, ja. Yes! Sollen die so blöd gucken, war so? Was? Bist du pink oder was? Ist der dumm, ja. Jetzt gehen die dummen Sprüche schon los, ja. Yes! Guckt nicht so blöde. Guckt nicht so blöde, wenn wir in so ein Auto einsteigen. Yes! Weg. Sollen die so blöde gucken, so, wa? So, Leute, wir sind jetzt aus dem Flughafen raus. Jordani am Start. Michi am Start. Wetter super hier. Fahren jetzt erstmal zu Jordani. Und dann mal schauen, was geht. Dein Wohnzimmer, Bro. Das ist dein Wohnzimmer hier, Habibi. KA Genz Stadion. Ich sag ehrlich, sieht super, super, super gut aus. Wirklich. Noch kein Spiel verloren. Kein Spiel verloren mit Jordani in der Startelf. Nein, erwähnen wir nicht. Gar keins. Super, super Stadion. Geil. Wieso hast du dich jetzt da hingesetzt? Du hast ja gerade da was gemacht, oder? Am Koffer? Was gemacht? Ich wollte nur duschen gehen. Wie lange willst du hier bleiben? Eine Woche. Das ist ein Koffer für eine Woche. Ja. Meine Playlist ist auch noch drin. Damit du 7 Monate. Meine Playlist ist auch noch drin. Er kriegt die Zwischenmiete. Du willst mir sagen, das ist ein Koffer für eine Woche. Bruder, du hast geplant, hier einzuziehen. 3 Wochen mindestens. Auch mal dazu stehen jetzt wenigstens, ehrlich. Stimmt's aber nicht? Wie lange willst du bleiben? 2 Wochen mindestens. 2? Was hast du mir vor dem Flug? Was hast du mir vorhin gesagt? Vor dem Flug? Nein, ja. Du meintest mir 2 Wochen. Und das sieht doch genauso aus. Extra 3 Paar Schuhe. Michael, nimm mal bitte 4er mit. Haben wir jetzt hier was zu essen gestellt, so Dürüm, glaube ich, ist das. Soll das sein? Mal schauen, was der kann. Bewertung kommt nach dem Essen. Aber ich sehe schon Rotkohl. Nicht Rotkohl, yes. Möhre. Schon mal quatschig. Aber mal gucken. Wir haben die erste Nacht in Genf verbracht. Ich habe nicht so gut geschlafen, aber natürlich immer dankbar sein. Die beiden haben mich gerade geweckt, wie man unschwer erkennen kann, mit meiner Schlafmaske. Weil ohne Schlafmaske hier bist du wirklich verloren, weil überall kommt Licht rein. Der Plan ist für heute, dass wir nach Brüssel in die Stadt fahren, uns ein bisschen die Stadt anschauen gehen, vielleicht ein paar Fotos machen gehen, was essen und genau einfach die Zeit nutzen. Ich werde noch eine Roomtour machen. Ich werde eine Roomtour machen von, also da, wo Jordani wohnt. Ich habe ihn gefragt, ob das in Ordnung geht. Er meinte, er hat damit kein Problem. Und ja. Guten Morgen, Junior. Guten Morgen, Bilo. Was geht ab? Good morning, Gent. Camry ist hier. Ja, brauchst gar nicht so blöd gucken, wenn ich alle grüße. Was ist das? Was ist das? Ohne Witz, ich habe hier richtiges Urlaubfeeling. An jeder Ecke gibt es hier irgendwie so einen Laden, wo man sich hinsetzen kann, was essen kann draußen. Ist echt mega, mega nice. Hier sehe ich Sydney Friede drin im Biertempel. Kann er sich einen reinsaufen. Sid, hier drin sehe ich dich, Großer. Ist das peinlich. Ist das peinlich.
stellt er sich da so hin und sagt so zu Juno, ja, mach mal bitte Fotos von mir. Sagt er so, guter Hintergrund. Ist das bei... Ich finde die ganzen Gebäude hier erinnern mich irgendwie voll an damals, an früher. An diese Ritterzeit. Aber wirklich richtig, richtig, richtig nice. Also hier ist wirklich so ein cooler Vibe. Die Menschen kommen raus, genießen einfach das schöne Wetter, setzen sich hier schön draußen ins Café. Bisschen mit Freunden, quatschi, quatschi, bisschen was trinki. Also wirklich mega, mega, mega schön. Teatro Royale de la Monai. No, no. So gut ausgesprochen, wow. Wir gehen jetzt was essen, Hähnchen und natürlich wie immer Chusa. Let's go. Ja, warum bin ich der Letzte? Kein Kommentar. So, jetzt kommen wir zur Bewertung, Bila. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal vorab nicht falsch verstehen. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir sowas essen können, wirklich. Dass wir uns hier hinsetzen können, was essen können, uns leisten können. Aber wenn man bewertet, muss man ehrlich sein. Location, eigentlich vom Ding her super, aber ich weiß nicht, ob man die gerade sieht. Guck mal, ja, da. Diese Tauben, Bruder, die Nerven rumfliegen 1 cm an deinem Kopf vorbei und werfen ihre Bakterien runter. Gar nicht. Wings, Bauchschmerzen vorprogrammiert, aber sind okay. Sind okay. Also der Wings, die hatte ja Filet-Bites, ja. Bisschen scharf, ist okay. Burger ist noch ein bisschen was da. Wie war der Burger? Ja, ein bisschen trocken, muss ich ehrlich sagen. Also, bin ein bisschen enttäuscht, aber um den Hunger zu stillen, war es in Ordnung. Da würde ich mir auch zustimmen, war die noch? Das stimmt allerdings. Ja, was hast du sagen? Stimmt auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann dem, was Bilal gesagt hat, nur zustimmen. Weil es ist so, wir müssen dankbar sein, dass wir sowas essen können. Und aber wenn wir bewerten, dann kann man ja auch... Muss man auch ehrlich sein. Ehrlich, ne? Die Location an sich, sehr gut. Eigentlich schön. Eigentlich schön, mit dem ganzen Blick. Man genau. Sieht die ganzen Menschen hier langlaufen. Man denkt halt wirklich, Corona gibt es nicht mehr. So, aber das mit den Tauben ist eine Krise. Oh, das geht gar nicht. Ja, das ist ja auch ganz viel, ehrlich, das sind die Menschen auch selber schuld, weil die alle, oder jetzt gesagt, die ganzen kleinen Kinder, die füttern die alle. Und deswegen denken die sich, wir essen umsonst. Das ist das Problem. Alles in allem würde ich dem Mann so... Wir geben ihn... 5,5. 5,5, 6, so. Muss man halt ehrlich sein. Stimme ich zu, stimme ich absolut zu. 5,5 bis 6. Max. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen zum Stadion. Ich werde euch dann dort alles zeigen, was da abgeht. Das Stadion, ein bisschen die Fans. Ich hoffe, Giordani macht es. Ich hoffe, die holen den Pokal, stürmen den Platz und rasten einfach komplett aus. Yes, ich schwör's dir. Guck nicht von hinten so blöde. Giordani! Wir übertragen unsere Energie auf dich. Wir sind einfach auf der komplett falschen Seite. Hier sind einfach nur Anderlecht-Fans. Und ich brülle hier die ganze Zeit K-Agent rum. Wir müssen jetzt einmal komplett rumlaufen. So, unsere Karten haben wir hier. Camry, Bilal und einmal auch Michael Camry. Cool. Michael Camry. Diese Sonne wird uns regelrecht auseinandernehmen. Es ist so warm. Bruder, es ist so warm. Und ich bin hier mit Jogginghose. Bruder, ich hab
komplett schwarz an. Bruder, ich sterbe jetzt schon. Kleine kurze. Die ganze Kurve sind Anderlecht-Fans. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass aber die ganze Seite Gent-Fans sind. Die Stimmung ist super hier. Meine Predictions fürs Spiel: Gent gewinnt im Elfmeterschießen, Leute. Elfmeterschießen, Gent gewinnt. Merkt euch meine Worte. Zeig mal ADS, John, einmal. Nimm das. Guter Ball. Super Ball, John Danny. Super Ball, Junge. Gewinnen, muss Jordan. Bravo zu Danny, nichts für Aufbau. Schlüssel, aufstehen. Unser Ball, bravo zu Danny. Wir sind jetzt in der Halbzeit, Leute. Steht 0-0. Super Spiel, aber wir haben Plätze. Es ist sowas von warm. Es sind gefühlt 35 Grad in der Sonne. Wir sind am Brutzeln. Es ist wirklich aber ein geiles Spiel. Gent lässt nicht zu. Hab ein Abseits-Tor gemacht. Ich hoffe, es geht so weiter. Joe Danny macht ein super Spiel. Ich muss nur die ganze Zeit mein Handy unter der Jacke verstecken, weil mein Handy viel zu warm ist die ganze Zeit. Es geht die ganze Zeit aus. Ich versuche aber alle 10 drauf zu haben. Und ja, Predictions für zweite Halbzeit? 1-0 Gent sage ich. Ich sag, wie ich vorhin schon gesagt habe, Verlängerung, Gent Elfmeterschießen, holt das Ding. Machen.
Bangladesch hat gerade in der 60. Minute dreimal gewechselt. Das sagt einiges aus. Gent spielt klar besser, hat so viele Torchancen. Leider haben wir noch kein Tor gemacht. 12 in der 60. raus. Ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe aber Angst, dass jetzt einfach so ein Stich ins Herz bekommen und dass irgendwie so ein Kacktor reingeht. Ich habe einfach Angst davor. Aber ich hoffe nicht. Geh weiter, Danny! Geh weiter, geh weiter! Geh weiter, Junge! Yes! Yes, to Danny! Geil, Junge! Geil, to Danny! Oh, Dena, ja. Er hat einfach festgebunden, ja. Ist aber rübergekommen, keiner hat gesehen. Bruder, was macht der da, ja? Guck ihm an, Mann. Warum? Warum? Ganze Stadion Blut, ja. Bist dich. Leute, wie ich gesagt habe, es geht in die Verlängerung. Sehr, sehr spannendes Spiel. Mal schauen, wie es weitergeht. Es ist so heiß. Ich verbrenne mir hier meine Rübe. Gefühlt 35 Grad in der Sonne. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist geisteskrank. Der kann schon nicht mehr. Ja, es ist wirklich, als ob wir hier im tiefsten Sommer sind. So heiß, wow. Let's go! Nochmal 30 Minuten aushalten. Ich schwöre dir, Hadeland, Gent. Hadeland! Elfmeter, Elfmeter, Elfmeter! Bitte nicht. Das wäre eine Bühne-Position. Nee, der muss ja direkt vor uns kommen. Richtig, Penne. Geh doch mal einer hin da, ja. Spannung kaum auszuhalten. Wir hoffen einfach nur auf ein Happy End. Und jetzt kommen die Gent-Fans. Yes! Halt an! Let's go! Ich bin ehrlich, ich habe gerade ein bisschen Angst. Wir sind in der 110. Minute. Und diese Top-Freistoßposition. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Sehr, sehr wichtig. Oh. Yes! Spiel ist vorbei, Leute. Mit den Nerven am Ende. Mein erster Block. 120 Minuten 0-0, Elfmeterschießen. Spannung ist nicht zu glauben. Was? Spannung. Mit den Nerven am Ende. Ich hoffe einfach, die machen das. Meine Stimme ist auch am Arsch. Ich werde versuchen, das Elfmeterschießen so gut es geht aufzunehmen. Yeah!
Ich habe euch ja gesagt, dass ich eine Roomtour machen werde und damit wollte ich jetzt anfangen. Deshalb, let's go. Gehen wir mal, also hier kommt man rein. Das ist so der Essbereich. meistens essen wir oben. Wenn nicht, kannst du dich halt hier zusammen hinsetzen, ein bisschen Musik hören, dabei essen. Ich mag das mega, weil so ein bisschen das Licht komplett reinkommt. Ja man, hier hast du eine nice Aussicht. Hier ist die Küche. Mal in den Kühlschrank reingucken, nicht, dass er so aussieht wie bei Sid. Alhamdulillah. Dann geht's hier weiter. Hier ist eine kleine Toilette. Ganz normal. Hier ist die Dusche, die Michael nicht so oft benutzt. Waschbecken, ganz normal. Hier pennt unser Bro Jordani. Ganz normales Zimmer. Jordani, hier muss ein Fernseher hin. Hier muss ein Fernseher hin, Bro. Dann kommen wir weiter. Hier sind halt so die Schränke, die Jordan benutzt. Hier ist eine kleine Abstellkammer. Hier ist Junior, mein Bro. Hier pennt er. Aber was ich am geilsten finde an der ganzen Wohnung, ist der Bereich, der jetzt kommt. Gehen wir hoch. Auf dieses Teil schlafen wir. Michael und ich. Leider eine Qual, weil der richtig schnarcht. Also hast du auch noch irgendwas anderes im Kopf außer zocken?
peinlich. Und dann bist du nicht mal gut. Hier ist so wohnzimmermäßig. Der Bruder hat gestern auseinandergenommen. Also hier chillen wir, hier pennen wir. Das ist für mich das Krasseste hier, ja. Du könntest auf diesem Balkon, der wird jetzt noch gebaut, du könntest auf diesem Balkon, ohne Witz, könntest du hier zwei kleine Tore packen, könntest du 2-gegen-2 spielen. Oder keine Ahnung was machen. Aussicht halt mega, mega nice. Und man kommt hier halt noch einmal komplett rum. Das ist aber fahrlässig. Also was die hier sich dabei gedacht haben, ist einfach nur fahrlässig. Stell mal vor, der ein oder andere hat einen Intus, Bruder. Das ist einfach nur ein Schritt und du fällst hier einfach komplett runter. Ja. Das ist Gent. Und das war's dann auch. Bin ich so auf dem Rückweg? Denke ich mir so nichts dabei? Sagt die Frau so zu mir so, ja, so, sie sind Businessklasse. Ruf ich so Jordan an? Sagt er so zu mir, ja, aber aus Versehen. Yes, Alter, ich weiß dir, yes. Komm, wa? Es geht jetzt zurück nach Berlin. Wenn ich später ankomme, werde ich noch ein Fazit abgeben. Und, ja, Mann. Leute, ich bin jetzt auch endlich mal zu Hause angekommen. Fünf richtig, richtig geile Tage gehen zu Ende. Vorab möchte ich mich bei Jordan bedanken. Bruder, vielen, 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 vielen Dank, dass du es mir alles ermöglicht hast und alles, was dazugehört. Vielen, vielen Dank auch an Mischa und an Junior, dass ihr mich ertragen habt. Ja, was kann ich sagen? Vlog war unglaublich. Mein allererster Vlog. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich weiß nicht, wie er ankommen wird. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, er wird euch gefallen. Und ja, wenn ihr sowas nochmal von mir sehen wollt, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.